Hallo, So, nachdem letztes Mal ja Geburtstag war und so ein Gedöns, dieses Mal jetzt geht es ein bisschen weiter mit der Hackerin und ja, Gedöns, genau. Für das, also das, was ich dann niederschrob dazu, das dann auf WordPress und das Bild ist dann bei YouTube verlinkt, also in der Videobeschreibung. Genau, viel Spaß und bleib geil. Du willst mir nichts nachsagen? Ja, das schreie ich mir nicht an und das tun. Was, wer sagt mir denn was nach? Alle. Was denn? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Was? Du hast nicht mehr zugehört, Arschloch. Du hättest zuhören und sie korrigieren müssen. Die ist viel schlimmer. Was? Das ist überhaupt gar nicht wahr. Wir sind wunderbare Menschen. Warum jetzt eigentlich gerade? Ich bin irgendwie raus. Dito. Bin mir auch nicht so sicher. Alles klar. Gut. Ich dachte schon, es wäre was Sinnvolles gewesen. Nee, er will mir nichts nachsagen. Darum ging's, glaube ich. Man sagt dir schon so viel nach, dass du dich wäschst. Was sagt man mir denn nach? Dass du dumm bist und hässlich. Weibischer Natur. Verdammt. Man sagt dir nach, und das sind du hättest positiven auf dem Dinge. Festival ein Bier schmachvoll weggekippt. Was? Es hat Bier verschüttet? Naja, es hat eine Dose auf dem Grasboden herniederliegen lassen und als ich sie einräumen wollte in den großen Beutel des Pfandes, so war diese noch halb gefüllt, was mir erst dabei auffiel. Nee, das geht nicht. Ich war betrunken. Dann dem Tag warst du nicht mehr betrunken. Es war der Tag, an dem wir die Dixies bewachten. Da war nichts mehr mit Saufen bei dir. Ich weiß. Warum lügst du uns dann an? Um dir zu beweisen, dass diese Augen nicht lügen können. Diese Augen können trotzdem lügen, mit Sicherheit. Nein. Sie sind unschuldig und rein. Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geschaut? Das ist schon ein bisschen her. Die gehen immer kaputt, wenn sie es versucht, beinahe. Was? Gut, das kann natürlich sein. Also da will ich mich jetzt nicht viel beschweren. Unschuldig und rein. Kannst du das bitte in noch einem leicht passiv-aggressiveren Ton sagen? Das wäre schön. Unschuldig und rein. Danke, danke. Das war gut. Sehr schön. Aber auf die Aufnahme damit. Ich glaube, das lasse ich nicht drauf. Es hat sich nicht gelohnt. Es tut mir leid. Zutiefst enttäuscht. Nicht mal das bin ich dir wert, oder was? Nicht mal für die Aufnahme reicht's noch. Sie. Ich meine, ne? Deine Leistung hat echt erheblich nachgelassen. Da hat er recht. Ja, vielleicht sollte ich anfangen, ein Foto zu posten. Bitte was? Was willst du, womit willst du anfangen? Foto zu posten, damit die Bildschirme kaputt gehen. Alles klar, Flummi wird demnächst ein Foto posten. Auf diesem Foto trägt sie nichts außer einem Stringtanga auf dem Kopf. Schlammpackung oder... Und bitte ein Bier in der Hand. Und ein Bier in der Hand. Selbstverständlich. Nein, das können wir nicht mehr trauen. Ein Radler in der Hand, damit sie da lernt, mit mir umzugehen. Meinst du, man muss mit den kleinen Schwänzen anfangen? Sie. Zum Üben. Ja. Oh Mann. Wenn die gehen immer so schnell kaputt. Ja, dann kann man erst recht keine großen geben, wenn die kleinen so schnell kaputt gehen, ja? Die großen sind wenigstens robust. Robust? Das sollten sie zumindest sein.
Aber so weit geht Kommt ja drauf nicht an, wie mehr, es. weil es alles Muschis geworden sind. Kommt drauf an, wie der Reifendruck so ist, ne? Das war vielerlei Hinsicht witzig. Sehr gut. So, Kino. Das letzte Mal ist lange Sauerkirschen. her. Das ist richtig. Kaban Haben wir Geburtstag Geburtstag. gefeiert? Ja. Oh, richtig, ich hatte Geburtstag. Uhu. Genau. War ein sehr denkwürdiger Tag, wie man hört. Ich kann mich daran erinnern. Ja, da war was mit. Schnappes. Ja, genau. Und mit dem Grenzerkollegen. Richtig. Bei Sashi Spatz. Richtig. Wir durften freie Musikauswahl machen. Das war super. Wir haben auch Dann einmal richtig schön auf den Tischen getanzt. erinnere ich mich dann noch an. Ah ne, das war vorher mit dem Fitnessstudio. Naja, das war vorher. Es war eine Session vorher. Das war, Also weiß ich einen mehr. Abend vorher, meine ich. Das ist ganz schön lange her, ja. Das ist richtig. Wir Irgendjemand machen muss zu ja krank viele sein. Spielpausen. Irgendjemand Ja. musste ja zu seiner Schwester. Bäm, Junge! Ach ja, irgendjemand muss ja auch im Rockharz. So. Dadurch ist doch gar nichts ausgefallen. Das Aber war ist eine doch geile egal. Tischrunde. Ach genau. Das war eine Tischrunde, Junge. Wir haben einige Runden gezogen, das ist richtig. Es Ja. war was los. Aber ganz ehrlich, Ah, hast du gesehen übrigens? Whitewashen mit Fieber ist keine gute Idee. Das hat mich echt umgehauen. Was? Stimmt. Kann überhaupt gar nicht sein. Hat er nicht gesagt. Das schneiden wir aus der Aufnahme raus. Natürlich habe ich das schon längst. Das bleibt doch alles raus. Denkst du, das bleibt drin? Beziehungsweise der Teil kommt auf jeden Fall raus. Aber ja. Also. Ihr habt also Geburtstag gefeiert. So. Und dann war da und dann und so weiter. Ende. Hier sind wir. Wir haben, glaube ich, wir wollten am 11. weitermachen oder an irgendeinem. Also am 11. könnten wir weitermachen und ihr entscheidet einfach, wann wir weitermachen und wie. Ihr seid ja schon groß. Keine Ahnung. Ja. Wir hätten uns auf irgendwas geeinigt. Wir wollten, glaube ich, das mit den Söldnern weitermachen. Ne, mit der Schlampe erst weitermachen, glaube ich, ne? Weil's passte. Wir wollten das machen, was jetzt besser passt und dem Spielleiter besser in den Kram passt. Hä? Also, wir hatten uns geeinigt. Also, ihr hattet gesagt, die Bitch. Gut. Ach Mir so, ist ja, es genau. prinzipiell egal, aber ich habe jetzt die Bitch vorbereitet und die Söldner nicht. Du, lass uns die Söldner machen. Alle! Also, Kaban, du hörst ein. Und dann bist du tot. Ratatatatatam, das waren die Flatschen aus dem Weltall. Es Sehr gibt nur die schön. fliegende Kuh aus dem Weltall, keine Flatschen. Die kommt hinterher. Ach so? Na klar. Du Ja, aber weißt doch, das kriegt er doch nicht mehr mit. aber bei Armageddon gab es auch immer die Vorboten, bevor der große Asteroid kam. Komet, was auch immer. Ja, aber Das Ding argumentierst aus du dem gerade mit Weltraum. einem Film von Michael Bay? Natürlich. Alles klar, muss realistisch sein, hast du recht. Kaban, du hast erst die Vorboten mit Kackfladen, dann bist du tot. Bist du jetzt zufrieden? Total. Geil. Kackflaggen mussten sein, das ist schon so. Ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, nee, darauf, ich bin vielleicht mal Edge oder so, dass ich nicht getroffen werde Es oder so. wäre ein Schwein ohne braune Flecken. Ein Schlecht Hausschwein? durchgebraten. Schlecht durchgebraten. Ach so. Wir treffen uns irgendwann wieder. Boah, ich Jojo glaube. kommt bei Kaban vorbei. Einfach so, unangemeldet. Wie viel Uhr? Irgendwann am späten Nachmittag. Okay. Ansonsten hätte er es ja Ärger gekriegt. Moin? Hi. Du hier? Ja, ich war in der Werkstatt, ich hatte keine Lust mehr. Ich dachte, ich komme zu dir. Na dann, willkommen. Ich bin gerade dabei, ein Tier auszuschlachten. Ist es groß genug, dass man darin schlafen kann?
Du vielleicht, ich nicht. Ich habe letztens Star Wars gesehen. Ja, der Film ist cool. Deswegen komme ich da drauf. Ja, es ist, ist aber nicht so groß wie dieses, wie hieß denn das noch? Keine Ahnung. Du hast ihn doch gerade erst gesehen. Ja, ich hab's mir nicht gemerkt. Ich war Ja, vielleicht gut. kurz abgelenkt. Warum warst du kurz abgelenkt bei dem Film? Weil ich einen Anruf bekommen habe. Ein interessant, also für mich interessanter Anruf. Nein. Na dann. Gut, willst du zugucken, willst du mitmachen? Du möchtest mich in den Därmen von irgendwelchen Tieren. Hast du was zu essen da? Ja, habe ich. Gut, dann komme ich gerne rein und helfe dir. Sehr schön. Mit den Wollte schon Damen und immer so mal weiter musst lernen, wie du das geht. aufpassen, ich mach daraus Wurst. Okay. Das stinkt doch bestimmt bestialisch, wenn man den sauber macht, oder? Was ist das eigentlich für ein Vieh? Erkennt man, was das für ein Vieh ist? Das ist ein Rentier quasi, also Ein Rentier. ein Rentier, genau. Okay. Ein Rentier. Gut. Was machst du mit den Hörnern? Hängst du sie dir an die Wand? Hebst du sie auf für Weihnachten? Kann man die trocknen? Die kann man trocknen, ja. Ich würde sie verschachern an eine magisch begabte Person, die ich kenne. Aha. Warum? Weil die in gewissen Kreisen bei Schamanen durchaus in der Lage sind, daraus ja, ihr Refugium quasi, magische Bibliothek zu erweitern. Oder ihre Medizinhütte halt. Aha. Deswegen nicht mit dem großen Gerät daran, das muss auf eine bestimmte Art und Weise abgeschnitten werden, damit das funktioniert. Wie denn? Du nimmst hier dieses Messer und er zeigt dir quasi ein paar vernünftige Schnitte und dann halt das Zeug loszubrechen. Alles per Muskelkraft, ohne Mechanik etc. Noch besser wäre es natürlich mit einem Magie? Donnerkeil. Ein Donnerkeil? Ich kann aber kein Donnerkeil. Ja, okay. Aber es wäre natürlich einfach mehr Swag. Das ist richtig. Was passiert, wenn ich es anschneide, den Fuß darauf stelle und versuche es abzureißen? Dann kriegst du wahrscheinlich nicht eine vernünftige Kante hin und Muss das Ding naja. eine vernünftige Kante haben, damit es funktioniert? Ich dachte mal, das wäre egal. Du bist die Magierin. Ich frag dich, ich hab davon noch nicht gehört. Ey, Jojo, das Ding ist so mundan wie deine Cybervagina. Nein, Moment, die ist magisch. Abbruch, warte. So mundan wie eine Leuchtstoffröhre. Für dich. Ich weiß. Ich sag das nur. Sie guckt kurz etwas komisch, schüttelt dann den Kopf. Also, das Einzige, was da drin steckt, ist später mein Schweiß. Verschiedene Traditionen können auf verschiedene Grundlagen zurückgreifen. Das weiß ich, aber normalerweise merke ich doch, wenn da irgendwas ist. Ich glaube Auch wenn nicht. ich es nicht nutzen kann. Das war bisher immer so. OT, nein, wirst du nicht. Glaube ich jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Das Weiß ich ist nicht, der Spielleiter entscheidet, sage ich mal. Aber Spielleiter. sie kann ja nicht beweisen, dass sie immer gemerkt hat, wenn was war. Wenn sie was nicht gemerkt hat, kann ja auch sein, dass da was war. Weißt du, das ist eine dumme Argumentation. Das ist Haha! richtig. Also zumindest hatte ich schon bei Sachen, wo ich ganz genau wusste, dass ich damit eigentlich nichts tun kann, da habe ich zumindest gemerkt, dass da was war. Egal, so, sie stellt ihren Fuß, sie schneidet da ein bisschen dran rum, stellt ihren Fuß darauf und zieht. Ich korrigiere dich quasi zweimal, wie du es machen musst, und dann. Ey, Ja, du musst das meine schon richtig machen. Muskelkraft. Sonst kriege ich dafür nur einen halben Preis. Das ist schlecht, das wollen wir natürlich nicht. Ja, du musst das hier quasi da abschneiden, dann einmal durchziehen, dann reißen. Leute, im Sinne von drei muss ich das fragen. Ist es so, dass wenn
wenn ein Kerl einem Weibelein zeigt von hinten, wie man den Golfschläger zu halten hat und er sich dann hinterstellt und die beide total romantisch im Blute dieses Viehs, das herumspritzt, da steht und zusammen genau so diesen sein. Knochen rausreißt und dann einfach nur 3x3 macht 6, wieder wieder wit und 3 macht 1. Oh Mann. Ich frag nur. Selbstverständlich würde es genau so sein, weil du das so gerne möchtest. Geil. Jutti. Entschuldigung, das wollte ich nur wissen. Ja, danach wird das Fell abgezogen, etc. Blabla. Also das wird komplett verwertet halt, das hier. Dieses Geräusch ist immer so schön, wenn man das Fell abzieht. Ratsch. Das ist lustig. Ja, das stimmt. Auch da wird, wenn sie da rangeht, werde ich dich korrigieren. Ey, ich hab schon Leute gehäutet. Okay, na gut, dann vielleicht auch nicht. Sie macht es, als hätte sie das noch nie gemacht. Dann werde ich dich auf jeden Fall korrigieren. Wir wollen schließlich das Fell behalten, das wollen wir ja auch verkaufen. Ich muss zugeben, das, was ich gehäutet habe, war kleiner. Und weniger und du hast wahrscheinlich nicht drauf geachtet, ob da in der Haut Löcher sind oder nicht. Doch, das war wichtig, dass da keine sind. Aber es war nur ein kleines Stück Haut, es war nicht so groß. Okay, was hast du gemacht? Dinge. Muss ich das wissen? Ich will das nicht wissen. Du willst es nicht wissen. Oh Gott, dieser arme Mensch. Er war schon tot. Ich frag nicht, warum du das machst. Nein, ich frag nicht. Er guckt dich ziemlich fragend an. Ich wollte ihn ganzheitlich verwerten. Du willst einen Menschen... Nein! Er hatte eine Tätowierung und diese Tätowierung barg gewisse Möglichkeiten in sich, die für mich nutzbar waren. Andere Leute machen davon ein Foto. Ja, wenn sie davon ein Foto machen, rauben sie Leuten die Seele. Nein, machen sie nicht. In diesem Fall wäre ein Foto sinnlos gewesen. Meinst du, das Tattoo war magisch? Ja. Ich habe davon gehört, aber ich habe es nie gesehen. Sehr interessant. Du konntest du das dann benutzen? Ja. Wie witzig ist das denn? Also es ist sehr gruselig, aber dass da die Tradition die Haut von toten Menschen benutzt, ist schon ein bisschen krank. Ein bisschen. Ich muss mal ganz, ganz kurz AFK. Gut, also Kaban macht auf jeden Fall weiter mit dem Verwerten des Restkörpers des Tieres. Alles klar. Das macht Spaß, das macht Freude und bringt viel Fleisch. Was machst du eigentlich da mit dem ganzen Fleisch? Mit den meisten Teilen davon, die werden verkauft an, also einige sind natürlich eingelagert für mich selbst. Und die größten Teile, beziehungsweise die Filetstücke, die werden halt verkauft. An deinen Bra? An meinen so ach geliebten Kollegen für die Delikatessen. Ich finde das gut, dass du, ich glaube, du hast den schon so 6-7 Mal erwähnt, dass du den fragen könntest bei verschiedentlichen Dingen und dann aber immer, aber ich will wirklich nur, wenn ich unbedingt muss. Das, schon, ja. das muss ein guter Typ sein. Du hast uns gerade unterbrochen. Und das war überhaupt nicht wichtig. Ihr macht weiter, Kinder. Kaban verwertet den Rest. Ja, während also, du in den Gedanken schweißt, wie du einem Menschen gehäutet hast und das auch noch witzig findest. Das war, nur ein ganz, schon tot. Das war nur ein ganz kleines Stück Haut an seinem Arm. Mhm. War es nicht auf der Brust, ja, ne? Oder auf der Brust, weiß ich nicht mehr. Und vor allen Dingen, wenn man nicht häuten kann, ne? Dann sägt man ja richtig schön viel Fleisch mit raus. Das Fleisch war schon halb zersetzt, da war nicht mehr so viel. Oh. Lecker. Mach dir wirklich mal Gedanken über deine Tradition, das ist echt nicht gut. Das war Zufall. Es war auch, also ich musste mich auch ein bisschen zusammenreißen. Also es war schon eklig genug, dass mir echt ein bisschen schlecht war.
Oh. Ich hab Hunger. Dass dir mal schlecht wird. Ja, wir können gerne. Also, das Fleisch ist noch nicht abgehangen, aber ich habe noch welches in der Kühlung. Wie sieht's eigentlich mit deinem Dachgarten aus? Er wird, beziehungsweise er ist in Planung. Er ist in Planung. Ja. Wir können noch ein bisschen daran weitermachen, wenn du willst. Klar, also erstmal muss das hier fertig werden. Ja, klar. Ja, das dauert ungefähr noch ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Ja. Passt. Achso, ihr wollt, Und eigentlich genau. Bin ich gar nicht so eklig. Das war. Also, es war teilweise schon echt grenzwertig widerwärtig. Sogar für mich. Okay. Es will ja einiges heißen. Ja. Egal. So. Ich glaube, das Wetter ist einigermaßen gut. Wir können ihn hinaufgehen. Richtig. Juhu, dann werde ich braun. Du solltest vielleicht doch mal nach draußen gucken, ist bewölkt. Ich werde nicht braun. Mhm. Es ist aber immer bewölkt über Moskau. Das stimmt. Das ist nur kein Wolkengeschmeiß, das ist Smog. Okay, so richtig gut abgehangener. Ich erhalte mir meine vornehme Blässe. Sehr gut. Aber was machen wir eigentlich mit unserem Problemkind? Ja. Hm. Naja, wir haben das Programm. Beziehungsweise, das haben wir ja sogar, haben wir das schon ab? Nee, das haben wir nicht abgetreten. Und wir haben den Typen, der gesagt hat, der hilft uns. Ich glaube, das ist unsere erste Anlaufstelle, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sie sonst finden kann. Ich würde auch sagen, also müssen wir nur irgendwas mal anstehlen, dass wir den losschicken. Ja. Ich denke auch. So langsam aber sicher. Gut, wollen wir das hier erst zusammenbasteln oder willst du ihn erst anrufen, genau? Ja, ich kann ihn auch anrufen, der wird sowieso nicht sofort Zeit für uns haben, deswegen... Vermutlich. Es sei denn, ihm ist langweilig und er hat nichts zu tun. Er kann sich doch über kleine Kinder lustig machen und Kakao trinken mit Marshmallows. Das ist natürlich auch viel besser, als mit so einem geilen Proc zu arbeiten. Na klar. Also, für mich schon, aber für ihn wahrscheinlich nicht. Eben. Magst du ja bei ihm anrufen? Kann ich machen. Jojo wählt seine Nummer. Gott, wie nannte der sich nochmal? So viele verschiedene Charakterblätter. Ich sag mal, wenn du es nicht weißt, Gottmeister ist immer so eine gute Sache. Oder Gottvater, du weißt schon. Der heißt aber nicht so. Ja, geht irgendwann ran. Am Apparat. Hast du auf die Gabel geschlagen oder auf den Hörer geschlagen und ihn dann aus der Luft aufgefangen? Du sprichst in Zungen. Ich bin nicht beim Essen, dementsprechend habe ich keine Gabel. Der Telefongabel. Was ist das? Noch immer sprichst du in Zungen. Der Halter für den Telefonhörer bei einem antiken Telefon. Ja, ja. Hast du ein antikes Telefon jemals in den Händen gehabt? Nein. Weißt du auch, warum das so ist? Weil sie komplett sinnlos sind. Auch wenn sie Essbesteck dabei hatten, was sicherlich keine Vorteile hatte, sind sie komplett sinnlos. Wie? Also darf ich dir jetzt behilflich sein? Ich nehme an, ihr wollt einfach ganz geschmeidig mir das kleine Chippchen geben und dann soll ich anfangen. Genau. Cool. Ja. Yeah. Sollen wir es dir vorbeibringen? Ja, wir können uns auch in der Mitte treffen. Können wir auch mal. Ja. Machen wir das. Jojo, guck mal eben, was da in der Mitte ist. Ja, verschiedene Sachen. Da gibt's, ich meine, du willst mir nur einen Chip geben, also. Ja, im Kino? Nein, klar. Das war ein Scherz. Sie will am Kino da. Alles klar. Juti. Bis dann. See you later, Alligator. Piep. Der hat keinen Sinn für Stil, der Typ. Hast du eine Uhrzeit ausgemacht? Jetzt. Ah,
Na dann, packe ich das hier an die Seite, fahren wir los. Ja, wir fahren ins Kino. Yay, was läuft denn da? Ich guck mal in die Matrix. Keine Ahnung. Okay, ich habe, Sekunde, warte, warte. Tausende von Filmen, ich erinnere mich daran, wie sie vorbereitet worden sind. Ich war dabei. Ich hatte vor allem schon ein paar. Die sind alle total langweilig. Sparkle, die Vampirsatire, kommt natürlich. Okay. The Mushroom Cloud, also das Endzeit-Action-Drama. Hide and Seek, Street Runner Action. Hatte ich schon die purpurnen Flüsse, die Gynäkologenkomödie? Ja, ne? Ja, die kommst du schon. Immer noch. Und natürlich Flish Heady, Japanogo. Wir gucken Flish Heady. Finde ich auch. Also das im Wesentlichen Machete auf, ne? Klar. Auf, ja klar. Habt auf Japanogor. Okay, gut. Also, ihr kommt im Kino an. Ja. Davor wartet der Zwerg. Hey, yo, Bro. Ha, war das jetzt cool? Nee, ne? Keine Ahnung, aber ich... nein. Ich fand, es ist nicht cool. Es war auch nicht cool. Nee, nicht. Es war auch nicht cool. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ich find's zum Kotzen, wenn Weiße mich Bro nennen. Marshmallow? Oh, ja, klar, gern. Gib mal rüber. Sie gibt ihm den Chip. Geil. Keine Ahnung, wie lange jetzt und so, ne? Meld's dich. Schöpfe. Oh mein Gott, die sind so klebrig. Die sind nicht klebrig, die sind gut. Das widerspricht dich nicht. Wenn ich meinen Mund vorher aufkriege, rufe ich euch an. Alles klar, ansonsten schreibst du einfach eine Textnachricht. Geh auch. Hier, greif nochmal rein, bevor du gehst. Jo, Nimmt er sich die Tüte? Nee, er greift einfach rein. Mit beiden Händen. Zweimal. Dann müsste die Tüte mehr oder minder leer sein, so riesig ist sie nicht. Vor allem, weil Zwerge so dicke kleine Fäuste haben, da geht eine Menge rein. Also eigentlich nicht, aber wenn er zweimal reingreift mit beiden Händen und dann alles in seinen Taschen versenkt. Dankeschön. Der hat meine Marshmallows geklaut. Du hast ihn nicht angeboten. Ja, aber nicht komplett. Was esse ich denn jetzt? Da vorne gibt's Popcorn. Da gibt es Nachos mit Käsesoße. Da gibt es Sollbürger. Popcorn mit Käsesoße schmeckt? Ich weiß es nicht, vielleicht solltest du es probieren. Nur gesüßtes mit Käsesoße schmeckt. Ja, natürlich gesüßtes Popcorn. Gut. Ich nehme mir zwei Packungen M&M's. Gut. Popcorn und Nachos und mit Käsesoße. Alles klar. Ihr geht in Flushade. Na klar. Das Ding ist, Kino 2080, ne? Ist im Wesentlichen immer leer. Ja. Es gibt halt einfach keinen Grund, ins Kino zu gehen. Aber warum gibt's da noch Kinos? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich, seitdem du gesagt hast, ihr geht ins Kino. Ja. Warum es die noch gibt, ist... Es gibt zumindest noch irgendwie Tritt-Kinos. Alles klar, es gibt, pass auf. Es gibt nämlich Kinos, Konzernkinos, die Filme zeigen, die man sonst nirgendwo bekommt, außer man ist der Staatsbürger des jeweiligen Konzerns. Bam! Außerdem gibt es dort auch immer noch Simpson und so. Und wenn man ins Horizon-Kino geht, dann kriegt man BTL-mäßiges Simpson und das ist voll legal, geil. Das ist der Grund, warum es noch Kinos gibt. Ich dachte immer, es gibt auch einfach noch Trip-Kinos wegen dieser gesellschaftlichen Geschichte. Oh ja, NSR, damit man das zusammen... mit dem Gesellschaftlichen ist dann auch ziemlich groß. In einer Zukunftsdystopie. Ja, kannst auch eine Matrix machen. Und die Stimmt. Kinos haben einfach viel bessere Trittanlagen als die Heimkinoanlagen, die sich ja, der normale dafür Bürger leisten halt kann. Einfach AR und VR. Du brauchst Details. Keinen Tritt mehr, der ist sinnlos. Tritt ist schon eine Nostalgie. Du bist sinnlos, so. Das habe ich nie bestritten. Aber es geht einfach keiner mehr ins Kino. Schon deswegen, weil der Großteil der Arbeitszeit der Bevölkerung da einfach nicht so richtig dazu passt.
Aber es gibt ja aus den genannten Gründen noch welche. So, und deswegen seid ihr da. Geil. Außerdem, wenn sich klein Angelique und ihr zutraulicher Herzensmann Patrick im Kino treffen, weil sie zu Hause mit ihrer Schmuserei nicht geduldet werden, ihre Liebe nicht geduldet wird. Das eine schließlich eine Elfe und das andere ist ein Ork. Ja, dann gehen sie ins Kino und er legt zaghaft den Arm um sie. Und sie schmiegt sich an seine geile Männerbrust. Und piekst ihn mit ihren Hauern. Na toll. Ich dachte, er war der Ork. Das hat er nie gesagt. Genau. Achso, ich hatte das so verstanden, okay. Das wäre ja so random in Ordnung quasi. Ach so. Also es wäre von den beiden Möglichkeiten die angesehenere. Richtig. Wenn er der Ork wäre und sie die Elfe. Nein, es gibt keine angesehene, wenn er der Ork ist. Pfui. Na, wenn sie die Orkin ist und er der Elf, wäre es aber noch viel schlimmer. Ach, es ist ein Elf. Seine Liebe geht sowieso dem Baum. Oder anderen Männern. Deswegen will er ja die Orken haben. Sie ist der Kompromiss zwischen Rindenhaut und und Mann. Kratzigem Blattwerk. Den Troll hat er nur nicht genommen, weil er Angst vor dem Schwengel hat. Den natürlich auch Trollfrauen haben. Ja. Aus Prinzip. Für die Sicherheit. Falls mal was ist. So. Also gut, Flischetti. Na klar. Es gibt auch Blut in dem Film. Cool. Yay. Ja, durchaus. Gut, dass die wohl was zu essen dabei hat. Und Bitches. Yay. Aber die spritzt natürlich auch mit. Also die spritzen, also nein. Du weißt das, genau, was das ich meine. Das war jetzt gekünstelt. Das wirkt jetzt so schlecht. Nee, ich wusste einfach nicht, wo ich mit dem Satz hin will. So, also. Flash Eddy. Habt ihr gesehen. War okay, kann man machen. Nicht so gut wie das Original, aber das hat ja auch nie jemand gedacht. Aber man muss es sich mal angeguckt haben. Ja. Es war ein Grund herzukommen und von allen Filmen... Und für die süßen Popcorns hat sich das gelohnt. Genau, und es war von allen Filmen die beste Option. Richtig. Man musste einfach mal wieder ins Kino gehen. Ich war schon sehr lange nicht mehr im Kino. Man muss ja die Tarnung aufrechthalten. Welche Tarnung? Dass wir nur natürlich fürs Kino gehen hingekommen sind. Ach so. Nö, also wenn wir jetzt zum Kino gegangen wären und dann wieder gegangen wären, wäre total doof gewesen. Wäre ja keine Tarnung gewesen. Ja, ja. Außerdem mussten wir unsere Liebe ja vor Mutti und Vati verstecken. Ja, der Hunger und deine rassistischen witzig? Eltern. Andere haben damit zu kämpfen. Mann. Ja, das ist witzig. Achso, das war so ein Girlies, klar, ne? Ja, ja. Okay. Deswegen, ja, das ist witzig. Ach komm, geh doch nach Hause. Nö, die geht ja zu mir. Und ich sehe keine Ringe. Pfui. Das ist widerlich. Aber vor Mutti und Vati verstecken. Brüde. Ziemlich. Hure. Aus Leidenschaft. Du bist. Was steht da eigentlich vor uns? Andenken an Gottes Sohn. Übrigens, die kleine Schnaffette, die das vorträgt, ist genau so, wie man sie sich jetzt vorstellt. Der Dude neben ihr nimmt das genervt hin und hat so ein entschuldigendes Achselzucken Richtung Kaban drauf und wirkte ganz eindeutig so, als würde er sich das auch nur deswegen reinziehen, weil er so 15 ist und... Da muss er drauf. Genau. Nicht? Er hat also die Wette verloren, um die Schulbrüde Dame zu entjungfern. Nein, aber... er ist halt 15 und sie hat eine Vagina. Da macht man was mit. Leid. Wenn die vermutlich so voller Sand ist, dass er sich dann alles abschmirgelt, das weiß der Junge noch nicht. Jojo grinst einfach nur, geht an den beiden vorbei, klopft dem Jungen auf den Arm und meint im Vorbeigehen Sprühkondome nicht vergessen, meine Teenager-Schwangerschaften sind anstrengend. Stimmt. Jo, es kommt noch so ein halbherziges, hüte deine Zunge, du Schlampe. Fürs Protokoll. Ja, sie zerrt ihn dann auch weg.
Also noch sowas wie, Mann, so kannst du doch nicht zulassen, dass sie mit mir redet. Da musst du einschreiten. Ja, den haben wir die Nummer versaut. Ich hab fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Weil er so scharf drauf ist, die Kleinen zu knallen, oder weil wir ihm die Nummer versaut haben? Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich ihm eine Note bezahle. Da hat er mehr von. Kannst du ihr ja 50 Nullen in den Jan drücken? Ja. Naja, dann hast du sie die Note bezahlt. Nee, die ist keine gute Note. Jetzt auch noch Standard setzen. Naja, also wenn, dann, weißt du, wenn ich ihr jetzt Geld gebe, dann spendet sie das nur an irgendwen. Außer an ihn, weil er hätte es verdient, weil er das aushält. Aber, naja, egal. Armer Junge. Mitleid mit ihm. Selbstschuld. Ja, ein wenig. Ja, aber das ist... Ich muss mal kurz mein Fenster hier schließen. Das ist ja schrecklich. So. So. Wunderbar. So, was machen wir jetzt? Ja, wir haben jetzt noch quasi eine Bewässerungsanlage aufzurichten und gucken mal auf die Ladefläche. Das sind einige Kilo Sand. Beziehungsweise Muttererde. Ich wollte schon sagen, wieso willst du Sand dann? Hast du das vorhin aus ihrer Vagina geschabt, während sie mich angeguckt hat? Nee, das habe ich von einem Lieferanten außerhalb gekriegt. Will ich wissen, wo der das her hat? Nein. Das hat mich ganz schön einiges gekostet. Ich sag mal, nicht, gute Muttererde, ne? Nicht kontaminierte Erde, das ist... Naja. Also auf den Beuteln steht nicht kontaminierte Erde, ne? Da steht nicht mehr kontaminierte Erde. Ist klar. Ja, ja. Das ist das gute Zeug halt. Ja. Beauty. Na dann? Ihr baut den Dachdingens aus. Ja. Ja. Sehr gut. So, wo ist es jetzt? Wessen? Euer. Beider. Ha, dann kann es nur Dr. Ibrahim. Was steht denn drauf? Dr. Baryshnikov. Es ist nicht mehr Dr. Baryshnikov. Verdammt. Nein, jetzt muss es der Rumpelstilz sein. Sehr gut. Aber das nächste Mal. Ja, stimmt, so hieß er. Ich wusste das. Die Damen. Es ist also wie folgt. Nicht so einfach, wie ich dachte. Wo treffen wir uns? Ich bringe Marshmallows mit. Jojo, überleg kurz, wo kann man sich da, hier, Bar. Was ging denn das? Hieß das das? Ah, oh, wie hieß denn die Bar? Was denn? Na, wobei, will der wieder in diese kleine Hackerkneipe? Nee. Nee. Dann hätte er gesagt, wohin? Das Shipwrecked war es auch nicht, ne? Das ist ein Club. Genau, da wollen wir nicht hin. Nee. Soll ich schnell was raussuchen, einen guten Namen oder was? Naja, eine sinnvolle Bar, wo man mit ihm hin kann oder irgendwas anderes halt. Tef Cup. Das Tef Cup, alles klar, dann geht's ins Tef Cup. Was? Okay. Härter heben wir uns für später auf. Alles klar. Ihr bereist. Du denkst aber, es ist hart, aber ich bin härter, Entschuldigung. Beauty. Mein Zitat. Das macht es nicht besser. Also. Es steht für sich, es ist für sich gut. Das kann sein. Ja, ist so. Für sich, wenn man's in Ruhe lässt, nicht? Also, jetzt, ihr kommt da an. Und gut. Ja, der Typ, der ist dann auch da und er hat deine Marshmallows mitgebracht und hat sie perfekt aufgerüstet. Also er ist gerade noch dabei, indem er mit einer Spritze da Dinge einfüllt. Dinge, was für Dinge? Jojo, das überlege ich mir gerade noch. Es ist Honig. Jojo, echter Honig? Ich
weißt du nicht. Ich dachte auch gerade so, what? Nee, es ist dicker Sollpump mit richtig viel Zucker und auf klebrig gemacht. Zucker oder Süßstoff? Ist ja im Wesentlichen dasselbe. Nee, das Süßstoff ist eine Chemikalie und Zucker ist... Das ist mir schon klar, aber es gibt doch hier diese eine komische Zuckerpflanze und bla, deswegen ist es in Massending sich bloß so sehr, wie die Zuckerarten genmanipuliert und verwurstet sind. Ist es egal, ob du Süßstoff oder Zucker hast. Ja, nee, das eine gibt dir Energie, das andere nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Stimmt, in den Marshmallows ist so wenig Energie. Brauchst noch 50 Milligramm Speed, damit das was wird, Junge. Naja, wenn kein Zucker drin ist, ist es tatsächlich nur Klebemasse und süß, aber ohne jedwede Energie. Seit wann interessiert Jojo das eigentlich? Nie. Du, also weißt es nicht, er hat es halt da in... Das interessiert Glas. Mich jetzt gerade einfach mal. Du kennst die Marke mal. Nicht, weißt nicht, musst du ihn fragen. Das ist dumm, dann fragt ihr jetzt wirklich. Es ist Zucker drin, so. Geil, in Jojos Marshmallows ist nämlich, glaube ich, kein Zucker. Nee, denke ich auch nicht. Das ist viel zu teuer. So, du weißt, dass das nicht sehr vertrauenserweckend aussieht, was du da tust, oder? Ja, darum geht's auch nicht, oder? Machen wir wollen wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Uns Bälle zurollen, uns beim Vornamen nennen. Erlebnispädagogik. Also ich verspreche dir eins. Was machst denn du so? Ich bin der, Richtige Antwort wäre gewesen, Kinder, was sonst? Kinder, du Arsch, deswegen bin ich hier. Also ich verspreche euch eins, wenn du, deutet auf Kaban, dich fallen lässt, fange ich dich nicht auf. Und wenn du, zeigt auf Jojo, dich fallen lässt, greife ich dir an den Hintern und fange dich nicht auf. So, haben wir schon mal Vertrauen geschöpft. Jutti. Sehr schön. Es ist also wie folgt. Nein? Jetzt können wir uns alle gerne haben. Ja, Entschuldigung. Das musste jetzt nur sein. Ja, das... Ist ja okay, ich hab ja Zeit! Also. Das Ding ist das folgende. Das ist so, ne? Was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen, sie haben ein perfektes Verhandlungsfoto von ihr, so ein richtig gutes, erstellt. In der Matrix quasi, ne? So. Und du musst dir das vorstellen, wie als würde einfach plötzlich... Habt ihr die Matrix gesehen? Ja. Supergeil. Also. Wenn die Dudes da gesagt, auffliegen... Super geil oder super gay? Super geil. Okay. Nicht der Film. Wenn die Dudes da auffliegen, ne? Dann merkt das ja die Matrix und dann kann sich jeder Typ in Agenten verwandeln und macht die kaputt, ne? Ja. So, und das ist, was die gemacht haben, ist, wenn die sich irgendwo zeigt, mit ihrem Hackergerät und ihrer Hacker-Persona, dann erfährt Azek das. Die können dann noch nichts dagegen machen, die müssen das jemand hinschicken, aber die erfahren das so, wenn das ungefähr Knoten ist, wo sie einigermaßen Einfluss haben, das sind halt viele so. Das ist ja der Trick, den sie gemacht haben. Aber was die gemacht hat, ist, die hat ihre scheiß Persona in den letzten Monaten halt ein bisschen arg krass verändert und ihre Hardware und ihr Equipment und ihre Software, was man halt ab und zu mal macht. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Programm nicht mehr up to date. Und ich brauche neuere Daten. Das heißt, ich brauche Daten von einem Knoten, den sie behackt hat. Mindestens von einem. So. Entweder man baue mir den Knoten aus, oder man gebe mir, vorher abgesprochen, sodass ich dann noch wach bin, einen Zugang dazu. Nein? Dann kann ich das Programm aktualisieren und dann finde ich die, Alter, und dann fick ich die. Außer die ist hässlich, dann finde ich sie und hau sie kaputt. Außer sie ist größer, ist er, dann finde ich sie und ihr haut sie kaputt. Okay. Weißt du ungefähr, oder kannst du rausfinden, welchem Hack, was für ein Hack sie als letztes gemacht hat? Einen der letzten habe ich schon gefunden und das wird euch auf jeden Fall... fangen wir mal so rum an. Ich habe ganz sachte und ganz passiv ein bisschen mal so gehört, schon vorher, wie viele Leute sie nicht mögen. Und du sagst mir jetzt hoffentlich, das sind eine ganze Menge. Das sind richtig viele. Was sie in der Matrix gemacht hat, ist im Wesentlichen, die ist rumgerannt mit so einer Rutscher Super Warhawk und jeden, der zu nahe gekommen ist, BAM! In die Fresse, weißt du so. Deswegen. Sie machen sich keine Freunde. Ja. Was ich abgesprochen habe, war, wir haben ja gesagt, ich bekomme 30% des Krams. Ja. So.
Ich habe abgesprochen, wenn ich 25 bekomme, ihr insgesamt 5% abtretet, also ihr 65 bekommt. Und dann 10% ein paar andere Dudes. Dann helfen uns diese anderen Dudes in der Matrix und sie geben uns, und das ist der Shit, eine Starthilfe von 8.000. Weißt du? Das ist für die quasi eine Investition. Mann, die können die Tussi echt nicht leiden, oder? Ja, ich sag mal so, ist die hat auch so Sachen gemacht, wie dann einfach Leute zurückverfolgt und dann so ein paar Konzerne verkaufen, das ist ja auch nicht schön. Das macht man ja nicht am Sonntag. Da kann man ja auch bis Montag warten, weißt du? Nicht? Nee, ist nicht freundlich. Das, ja, genau. Chammer verraten ist nicht schön. Das Chammer. Ja, macht man nicht, wenn man weiß, dass man dafür auf die Fresse kriegt. So. Auf jeden Fall, das ist das, was ich bieten könnte. Und die Information, dass einer der letzten größeren Hacks im Dreamcast Studio war, von Dreamcast Productions. That is. Das klingt schon mal nicht gut. Das ist ein ganz kleines Studio. In Donskoi, dort wo die ganzen Studios sind. Von? Niemandem, das Ding ist privat. Okay. Und wer steckt dahinter? Ein privater Inhaber. Ich der weiß, zu welchem Konzern gehört? Zu keinem. Sagen wir es mal so. Zu welcher Mafia? Gibt's noch? Ich habe tatsächlich eine kleine Recherche schon gemacht, weil ich ja dachte, ich muss euch ein bisschen motivieren. So. Die könnt ihr auch bekommen. Und dann seht ihr das, was ich dazu weiß. Bisher denke ich nicht, dass es zu irgendjemandem gehört direkt. So. Nicht? Aber ich bräuchte jetzt auf jeden Fall die Info, ob ich das mit den anderen klar machen soll und so und was weiß ich. Ich wiederhole das jetzt nochmal ganz kurz. Es läuft folgendermaßen. Unsere Aufgabe wäre quasi zu gucken, dass du Zugang zu diesem Knoten kriegst. Im besten Fall den ausbauen. Im besten Fall ausbauen, alles klar. Ich glaube, das ist sogar der für uns fast sinnvoll. Nee, müssen wir mal gucken. Na, oder halt einen Comlink dran stecken und mir vorher ausreichend vorher Bescheid sagen. Ja, gucken wir. Das ist Phase Nummer 1. Du hast mit ein paar Dudes gesprochen, Kumpels, was auch immer. Wenn die bereit sind, die zusammengelegt haben und bereit sind, uns 8.000 im Voraus zu geben. Genau, und wenn du mich bloß dran steckst, würden die dann mit mir zusammen hacken, weil alleine ist halt Risiko. Jutti. Aber sie bekommen nie Zugang zu dem Programm, weil ich geizig bin und geil. Und so, das, man sowas halt nicht machen sollte. Das bedeutet auch, am Ende stopfst du 25% ein, 5% trittst du ab, wir treten 10% ab und ihr tretet auch insgesamt 5% ab. Ja, meine ich ja, insgesamt. Also, so, wir kriegen am Ende 65% und du quasi genau. 25%. Genau. Der Rest geht an die Dudes. Ja. Unabhängig davon, wie viel da am Ende bei rauskommt. Ja, sagen wir es mal so. Denn seien wir mal realistisch, ist es genauso möglich, dass vielleicht nichts dabei rausspringt. Richtig. Wenn wir sie physisch finden, wenn ihr sie physisch findet, ich weiß nicht, wie eure moralischen Sachen so sind, aber zumindest ist ihr Körper vermutlich gut in Schuss gehalten. Denn die Frau muss ja auch manchmal mit ihrem Partner zusammen tatsächlich in der Welt jemanden verhauen. Und mehr. So. Dann hat sie ein Deck. Und dieses Deck ist halt einfach teuer. Dann hat sie vermutlich Infos über einfach alles und Programme über einfach alles. Das Problem ist, wie viel können wir tragen, wenn wir einmal da sind? Das Problem ist, was es so heißt, dass wir es nicht loswerden. Und zweitens, genau, ist es so krass, dass wir es gar nicht loswerden. Aber ich schätze schon 100.000 an Werten kann man da durchaus, das ist möglich. Ja, dann rechne vielleicht mal die Hälfte davon, weil wir... Ich habe das halbiert für heiße Ware und Dinge nicht losbekommen. Das ist die Hälfte. Ohne das, was sie vielleicht im Körper hat. Verstehst du? Denkst du, ich würde mich mit dieser Schlampe anlegen, wenn ich hier nicht so einen dicken Batzen Geld sehen würde, dass ich meine Eier vergolden kann? Und zwar mehrfach. Und ich habe Bullenklöten, die gehen bis zum Boden. Verstehst du? Du armer Mann. Ich möchte, du solltest sie vielleicht nicht vergolden, sondern umoperieren lassen.
Ihr habt so keinen Sinn für Metaphern. Das macht keinen Spaß. Aber Sinn für Humor. Bestimmt. Bring die doch nächstes Mal mit. Der ist so schwer. Ja, der ist doof. Wie meine Bullenklöten aus der Gold. Den hab ich schon vergolden lassen. Weißt du, das ist dann einfach... Das ist nicht schön. Was war das letzte? Ah ja, genau. Sau. Richtig viel Geld. Okay. Na, dann rück mal rüber die Infos. Ah ja, so, Kinder. Drachenzwinge. Und da ist alles dran. Das heißt, ich kann jetzt auch mal 5 Minuten AFK sein. Ihr könnt in gewohnter Manier gern Dinge vortragen. Ich werde das sowieso alles auf WordPress wieder schieben. Ihr müsst nicht alles. Nicht? Aber ihr könnt. Es ist nicht ganz so viel wie manchmal sonst. Viel Spaß! Das ist ein 2-Seiten-Dokument, du. Ja, das ist nicht so viel wie manchmal sonst. Das stimmt. Hat er nur noch Horizon? Na toll. Ich wusste, dass da ein Haken ist. Ja, es ging, also es ist halt 76 gegründet worden, es ging ihm ziemlich schlecht, bis Horizon in die Stadt kam. Na guck. Es könnte da eine Verbindung bestehen. Die haben Abstand von dem pornografischen Material genommen, ich bitte dich. Warte mal. Ich muss gucken. Wo ist es denn? Da ist es. Jetzt musst du das auch noch runterladen. Ja. Dum, 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 dum. Sehr gut. Lehrfilme, aha. Es dreht Trash, okay, das ist eigentlich sympathisch. Mhm. Achso, müssen wir das jetzt abwechselnd vorlesen? Oh, nee. Okay, nee, die kriegen das doch eh auf WordPress, oder? Ach, wir mögen unsere Zuschauer. Ha, guck nicht. Mal, Pornos. Ja, es hat mögen, die haben die abgeschaut von genommen. Ja, Schweine. Ich hab mich so gefreut. Ich wollte schon immer mal in einem Pornofilm mitspielen. Wenn das deine Eltern ist. Das Herz im Leibe tät ihn zerspringen. Noch ein Grund mehr. Oh, guck mal. Die Mitarbeiter haben richtig Bock auf genau meinen Film und meine Serie. Hallo Horizon. Moment, vielleicht haben sie nicht genau... Auf deine Filme vielleicht nicht. Abbruch. Warum nicht? Das steht da. So, dann muss es stimmen. Außerdem machen sie Universitätstrash. Bist du da schon bei den Projekten, die zurzeit angekündigt sind? Der Pigeon Shaman. Daddy, weißt du, was Pigeon auf Deutsch heißt? Der hört nicht zu. Oder antwortet nicht. Was ist denn mit Daddy los? Drücken hilft. Der Taubenschamane. Hallo? Ja. Kommt dir das bekannt vor? Nein. Kavan ist kein Traubenschamane. Nein. Super. Aha, das Ding gehört nicht zu Horizon, aber Horizon angeblich. Hat zumindest seine Finger im Spiel, genau, angeblich. Als Kunden sind sie halt da. Ja, als Kunden. Sei mal nicht so misstrauisch. Weißt, vor allen Dingen steht dann da unten extra noch von diesem dreckigen kleinen Wix-Griffel von Spielleitern dahingeschrieben, per Hand. Übrigens kann man auch ganz kurze und romantische Sachen drehen lassen. Hust 3, Hust. Was heißt denn übrigens per Hand? Es ist alles per Hand geschrieben. Oh, Ogi. Vielleicht sollte ich den mal danach fragen. Das wäre der Weg rein. Vielleicht. Ja, ich will Ogi in solche Sachen nicht mit reinziehen, ehrlich gesagt. Ich habe schon ewig nicht mehr mit dem gequatscht jetzt. Also bestimmt schon, weiß ich nicht, 3 Monate oder so nicht mehr. Ich muss sie mal wieder anrufen, glaube ich. Also die Make-up-Artistin ist ja wohl voll super. Nee, die wohnt bloß mit ihr zusammen, die voll super ist. Also die Elfe ist also quasi die total super. Was? Die geht zusammen mit einem Model, okay. Das sind nämlich 2 Leute, das ist dir schon klar, oder? Na, das sind 2 Leute, die wohnen zusammen, so. Und mit einer
dem und die, also die wohnen mit jemandem zusammen noch und das ist das Model. Also das, ah. das Model. Schön ausgeredet. Sie ist so talentiert und wunderschön wie sonst keine. Jana Schesnokova hat kein Alter und kein. Ach, normal Linnen, okay. Und wahrscheinlich offensichtlich Zwillinge, okay. Ja, ich verstehe. Man soll ganz nett lesen. Mehr mal die Anklagen wegen Diebstahl, so, so. Hehe. Sind halt voll mit Orks, was? Ist so. Die Orks sind leider die Farbigen der Zukunft. Sie sind im Knast. Nur eher als die Farbigen. Weil eher volljährig quasi. Und der kleine Örk, der Juri. Ich hatte echt meinen französischen Tag, oder? Aha. Ist der Sohn eines Beuteus. Wow. Ist schon ein bisschen geil. Das wäre doch der Weg rein. Diana ist der Producer. So, so. Schön. Ja, Dina ist ein bisschen Meth-süchtig, sagst du? Nein, das ist kein Meth. Das ist sowas wie, wie heißt es gleich? Ritalin. Methylphenidat. Achso, okay, na gut. Also Meth in sehr, 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 sehr abgespeckt. Noch ein Irk. Smirnoff hat vorher beim Heimwerkerkönig aufgearbeitet. Sehr schön. Was? Ja, Zenit, dem Heimwerkerkönig, hat er aufgezeichnet. Dann der Potap kenn ich den. Mm-mm. Kennst du nicht. Okay. Also, ach so, du hast ein fotografisches Gedächtnis. Na, frag mich das in 5 Minuten nochmal. Schön. Braun Gürtlein Selbstausdruck, sehr gut. Okay, die Sicherheit ist natürlich eklig. Mit bis zu 8 Dudes wird das schwierig. Das hatten wir schon. In der Nähe, die sind dann nicht nur dafür zuständig. Ne? Das sind Leute, die sich halt um alles in der Umgebung kümmern, wofür die zuständig, also da angeheuert sind, weißt du? Ja, ja. 8 Dudes kannst du dir nie im Leben leisten. Nee, aber 2 Dudes auf dem Gelände und 6 in näherer Verfügbarkeit von innerhalb von 5 Minuten. Wieso? Okay. Innerhalb von 5 Minuten steht da nicht, oder? Oder? Nö, steht da. In der Nähe steht da, in der Nähe. Da rechnet man mit 5 Minuten. Ich dachte schon. Ja, ja, das schreiben sie immer hin, wenn sie dir einen Vertrag geben, ne? Eben. Hm. Dann sind sie in 4,5 da, so ein Scheiß, ey. Sie nie reingezeigt. Kleine Wichser, ey. Tja, da haben wir euch wohl ziemlich getrollt. Wir waren einfach noch eher da. Deswegen war Regina auch nicht mehr auf Klo. Könnte sie mal kurz? Na gut. Ist schon mal ein Anfang. Ja, aber damit kannst du quasi Runner völlig übertrümpeln, wenn du 3 Sekunden vorher da bist. Das ist schon ein bisschen hart. 3 Sekunden, der ganze Plan über den Haufen geworfen. Runner noch mal rein und alles töten. Selbst bei 30. 30, da haben die ja noch nicht mal ihre Hose wieder hochgezogen. Deswegen sollst du beim Run auch einen Rock tragen. Vor Aufregung muss der erstmal scheißen gehen, ne? Das oder kommt eine, häufiger vor anscheinend als oder denkt. Eine Windel. Künstlicher Darmausgang, beste. Top. Ventil auf, Ventil zu. Nee, Ventil immer auf. Würde ich einfach raussuppen lassen. Super Sache. Ganz entspannt durch den Tag gehen. Dann einfach immer wieder mal den Beutel wechseln lassen. Wofür hat man seine Zivis? Ja klar, wofür hat man denn Zivis? Achso, ja. Dreckigen Bastarde. Falsch, wofür hat man Prospects? Das sind ja quasi die Zivis deiner Gang. Zwingst du die auch, dir Tampons zu kaufen? Obwohl du keine brauchst, weil du weißt, dass das die ultimative Demütigung für jeden Mann ist, offenbar. Ich zwing sie, die Tampons zu wechseln, Junge. Und deswegen gibt es so wenig Gangbossinnen. Die sind einfach zu grausam. Alter. Die armen Jungs, die wollen nie wieder Sex. Nur noch mit Männern. Oh, das ist unfair, das ist unfair. He's not only strong and sexy. Pigeon Chamber. Da
Da kommst du so als unschuldiger, kleiner Ork ran und was ist? Musste bei dieser komischen Tuse da unten die Sachen wechseln. Oh. Die Sachen. Komm mal ran, Kleiner. Das hat schon seit 3 Tagen keiner mehr gewechselt. Oh, das ist aber schon ungesund. Ja, ach. Deswegen muss er ja auch ran. Das ist doch schon längst durchgeblutet. Ja, dann muss er halt auch dann von Hand auf dem Waschbrett noch deine Unterhose waschen. Da oh. muss er durch. Ja. Ja. Der Louis. Alter, wieder. Nein, nein, nein. Bilder aus meinem Kopf. Hab ich's wieder geschafft. Der kann nie wieder Erdbeerwassereis essen. Das war gut. Im Landheim der 6. Klasse, da gab's auch so ein ganz cremiges und irgendwie wackelpuddingmäßiges Kirschkompott. Und ich wollte das Kirschkompott meiner Freunde haben, also habe ich sie die ganze Zeit erwähnt, dass wohl auch bei einigen Damen bei uns gerade Erdbeer- und Kirschwoche war. Und irgendwann hatten die, nachdem ich sehr anschaulich irgendwie noch weitermachte, echt keinen Bock mehr. Es war richtig lecker. Widerlicher Typ. Ich habe bekommen, was ich wollte, es war's wert. Dass Männer auch immer so empfindlich sein müssen. Ne? Fürchterlich. So. Die heulen halt auch gute Fantasien. Ach, die heulen doch nicht rum, wenn sie sich mal einen Finger schneiden. Also doch, aber heimlich nur. Ja, und? Das ist doch nichts anderes. Lass der Finger hat weniger Schleimhaut, sage ich mal, die er dann abtrennt. Das ist richtig. Mhm. Das ist richtig. So, also wo greifen wir an, ist die Frage. Also nicht hier im Laden. Nee, das ist klar. Achso, der Dude ist schon wieder gegangen, ne? Achso, Beauty. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir könnten gucken, ob wir vielleicht noch ein paar extra Infos bekommen. Ich weiß halt auch nicht, wie die mit einem umgehen, wenn man da tatsächlich einen Film drehen lassen will. Deswegen, glaube ich, werde ich tatsächlich mal Ugi fragen. Außerdem hat er gesagt, dass der bald nochmal was steigen lässt, weil er irgendwie neue Mucke machen wollte. Und ich mal langsam rauskriegen muss, weil ich bis jetzt noch nichts irgendwo gelesen habe, wann und wo das sein wird. Hm. Hat der junge Mann uns auch 8000 überwiesen, oder? In dem Dokument ist ein Link dabei mit den Zugangsberechtigungseindingsungen für ein Tröhan-Konto. Cool. Cool, cool, cool. Jemand von euch hat da jetzt wieder die Macht darüber, ne? Über diese 8000 Jojo. Zu verwalten. Jojo macht das wohl. Ich vertraue dir davon ganz. Juhu, ich wollte schon lange eine neue Handtasche haben. Sehr geil. Verdammt, ich wollte den Zonk. Sehr gut, du hast falsch. Mich bestätigt. Na toll, jetzt kriegt die eine Handtasche. Na super. Mhm. Alles klar. Ihr habt das Geld. Ogi, du kannst ja mal Datensuche machen. Ich Intuition kann einfach Computer. Anrufen. Das kannst du auch machen. Mach ich. Das geht auch. Hallo? Hallo? Hast du deine Nummer mal gewechselt? Ach so, scheiße, ja, tut mir leid. Ich hatte einen verfickten Virus auf dem Comlink und dann war Ende. Gelände ist das dieser Dr. Baryshnikov? Oh ja. Ah, oh, ganz schlimmes Ding, weil jeder hat es und es einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegkriege. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, sind ja nette Angebote, ne? Also, ich hab das ja schon fast mal gedacht, man könnte ja mal gucken fahren. Nach Warschau? Ja, Jahresurlaub, man muss ja. Ich wollte eh irgendwann mal im Leben, wollte ich auch mal aus Moskau raus. Und dann dachte ich mir, Mensch, kann man ja mal nach Warschau fahren. Wenn man da ist, gucken, was dahinter steckt. Ich meine. Hm. Die Bilder sehen schon beeindruckend aus. Das ist richtig. Pass auf. Ja. Hast du Zeit? Ja, klar. Cool. Hast du Lust? Worauf denn? Dass ich vorbeikomme. Ach so, ja. Oder störe ich dich? Nein, dann hätte ich ja nicht gesagt, dass ich Zeit habe. Mensch, mach dir doch keinen Kopf. Nö, ich guck grad, warte.
Jo, also. Er gibt dir eine Adresse, die du noch nicht hattest. Ja, du bist umgezogen. Naja, ich meine, vorher war ja quasi im Bandraum, das war ja nicht so gut. Vor allem jetzt, wo es die Band ja so nicht mehr gibt, deswegen wohne ich da jetzt mit der Sängerin. Mit der Sängerin? Ja, aber die ist jetzt nicht da. Cool. Ein Kumpel von mir ist auch noch gerade, mit dem bin ich gerade unterwegs, der würde vielleicht auch noch mitkommen, stört dich das? Ja, immer gern, alle rein. Ich mach gerade Plätzchenteig. Ich wollte gerade fragen, ob ich was mitbringen soll. Zuckerguss? Von Zuckerguss. Weiß nicht, das bleibt immer so an den Hauern kleben und man sieht das nicht. Das ist dasselbe. Dann sieht man das nicht und dann hat man das den ganzen Tag da und dann erfüllt man die ganzen Klischees und das will ich eigentlich nicht. Sahne? Ja, Sahne ist gut. Sahne ist gut. So schöne Sprühsahne, da kann man auch, ja. Das ist gut. Juti. Und Kakao? Nee, lass mal. Hab schon alles da. Also Kakao, okay. Warte. Na, Milch und Kekse und so. Aber Kakao und Kekse schmeckt besser. Nee, Kakao aber nicht, kannst du noch mitbringen. Alles klar. Echter Kakao, yay. Echter Kakao, Sir? Klar. So, für die Kakaopflanze ist fast ausgestorben. Dann bis später. Tschüss. Okay. Gut. Wir. Ja. Fahren jetzt zu Ogi. Wir okay, müssen das ist auf dem Weg Ogi noch. Dieser Ogi Boy. Ja, genau. Ogi Boy quasi aus dem Dossier. Ja, genau. Okay. Der hier, warte. Sie zeigt dir ein altes Konzertvideo. Also, Nice. Ich hatte, weißt du noch ungefähr? Grob. Ja, grob reicht ja. Also, ich Ultra weiß, dass es da mal eine Wasserschlacht gab. Todesmetal und an Ketten auf der Bühne befestigt, damit es aussieht, als wäre der böseste Dude auf der Welt. Und auf der Bühne ist er das auch. Und dann ja eher nicht mehr so. Und ja. Ansonsten abgeschnittene Hörner, Glatze, groß, ist ja auch ein Troll. Und nur damit es zu keinen Verwirrung kommt. Es steht ja halt nicht nur Ogi da drauf, da standen noch mehr solcher Dudes, die alle nicht bekannt sind und keine Rolle spielen, aber den einen, den kannte man, ne? Ist klar. Jo. Jo. Dann fahren wir erst einkaufen anscheinend und fahren dann zu Ogerboy. Genau. Jojo klopft, klingelt, was auch immer. Solltest, also. Der Kaban, ne? Ja. Mhm. Der kennt ihn ja nicht. Stimmt. Und der Ogi, der weiß ja nicht mal was von deinem Waffenhandel, soweit ich weiß. Stimmt. Stimmt. Ich denke, es bietet sich vielleicht noch Gesprächsbedarf. Stimmt. Das weiß ich nicht. Sein Name ist Hase, er weiß von nichts. Der Ogerboy, oder was? Ja. Okay. Also ist einer aus dem Licht, sagst du. Ja. Na gut. Juti. Kaum. War kurz. Natürlich war das kurz, aber ich dachte mir, das könnte was sein, wo Jojo vielleicht dran gedacht hätte. Weißt du überhaupt, dass du in der Gang bist? Nee. Er wusste, dass du von deiner Tochterschaft, ne? Ja, der weiß, stimmt, dass sie damit sehr viel zu tun hat. Eben, der ist öfter auf den Gangfäden gewesen. Ja, bis er weich wurde. Verstehst du? Ja. Juti, also. Ihr werdet heraufgelassen, ist also das Erdgeschoss, denn wie gesagt, Trolle ziehen nicht weiter als Erzgeschoss. Erzgeschoss, Erzgebirge. Junge, erzähl mir nicht vom Erzgebirge. Du warst mal witziger. Yep. Ja, aber es tut so weh, egal. Genau, er lässt euch rein und ihr kommt an und da ist die Bude, die ist wie immer aufgeräumt. Nicht penibel, aber schon aufgeräumter als bei euch beiden. Es gibt ein sehr, sehr, sehr bequemes Sofa.
Das ist deswegen so bequem, weil es auch ein Troll aushalten muss und dann noch richtig hart gefedert wurde mit ganz vielen Plüschkissen. Vor allen Dingen Ponys. Ich erkenne eine weibliche Note. Nee, das ist mein Kram. Die sind einfach so bequem und kuschelig. Ich weiß. Ja, das ist ihr Kram. Ihr kennt... Du hattest schon immer so eine Note. Ja. Ihr kennt den Gang runter, sind halt dann die beiden Zimmer von denen. An ihrem, da sind dann irgendwie irgendwelche Spiegelscherben, irgendwelches Pseudokunstblut, was da runterläuft. Der ganze Scheiß, weißt du? Ja. Die ganze Klischeekacke, die man braucht. So, hier habt ihr erstmal ist jemand allergisch gegen Nüsse? Nee. Gut. Dann hallo, ein Plätzchen. Alter. Du bist, hab dich gar nicht gesehen. War ein Witz. Ich hab mich auch so hinter der guten Dame hier versteckt. Ich sag das nur gerne, ich vergesse das manchmal mit dir. Der macht das immer, der versteckt sich immer hinter mir. Nein, sie hat auch so ein großes, breites Kreuz. Das Ding ist, pass auf, ist ja meine Schuld. Manchmal bin ich so aufgeregt, wenn ich Besuch bekomme, dass ich vergesse vorzustellen und so. Also ich bin der Ogi. Kolja, moin. Hallo Kolja. Da setzt euch doch, dahin sind Kekse. Ich hab Kakao mitgebracht und Milch. Sehr gut, dann geht mal rüber. Sie nimmt mehrere Riesenkartons aus einem Rucksack. Ja, ja. Er erwärmt das dann. Und macht da Kakao. Krass. Ah, oh, geil. Und Sprühsahne, selbstverständlich. Mhm. Das heißt, du hast dann so ein richtig dickes Sahnehäubchen. Sehr geil. Was auch gut ist, sind einfach immer Kekse nehmen und dazwischen Sprühsahne und die verbinden oder zu einem Riesenturm aufschieben. Natürlich. Mhm. Ich halte mich dezent quasi, ich mach das nicht so übelst wie sie, aber ich nehme auch lecker Sprühsahne und die Kekse sind wahrscheinlich lecker. Aber Jungchen, hier musst du dich, die sind lecker. Jungchen, hier musst du dich nicht zurückhalten, einfach reingehauen. Guck keiner hin, ich guck auch nicht hin. Ja, also wenn die sehr lecker sind, dann esse ich davon auch viele. Ich esse nur halt ein bisschen gesitteter als sie. Jojo ist sehr gesittet. Mit einem riesen gesitteter als sie, das wäre dann halt irgendwie mit Messer und Gabel. Nein, ich meine, ich mache mir nicht einen Riesenhaufen Sahne da drauf und hab da an vier Seiten Kekse und so. Das macht sie auch nicht, es muss das ja noch in den Mund passen. Ach so. Auch einfach sowas wie einfach Sprühsahne in den Hals und Kekse hinterher schieben, ist klar, ne? Wie man halt isst, wenn man Sprühsahne hat. Ich weiß nicht, wie man dann anders essen kann, ehrlich gesagt. Du hast Sprühsahne. Da muss man stopfen. Okay, wenn du es sagst. Keine Ahnung, mir geht das so. Wie jedes Jahr, was macht die Kunst? Sag mal, du klingst ein bisschen verschnupft, was ist denn los? Hä? Du klingst ein bisschen verschnupft, was ist denn los? Zu viel draußen, zu viel Regen, zu viel Skateboard. Er bringt dir eine Wärmedecke. Mir ist nicht kalt. Achso, dann kann ich auch nicht helfen. Er bringt dir eine Packung Taschentücher. Ja, was macht die Kunst? Wir sind jetzt quasi auf Tour. Wir haben ein paar Konzerte schon gehabt und ich finde. Aber ich habe davon gar nichts mehr mitgekriegt. Irgendwie, ich habe zwischendurch immer mal geguckt, aber. Ja, wir stehen ja nicht mehr unter den alten Rubriken und so, weil es ist ja jetzt anders. Was macht ihr denn jetzt? Du bist übrigens ultra leise. So, besser? Aha. Ja, was verrutscht. Was wir jetzt machen? Lass mal hören. Gib mal Link irgendwas. Gut. Er gibt dir einen Link. Das ist... Ist Screamo Death Metal? Nee. Also du hast das Girl und das kreischt die ganze Zeit nur übelst rum und dann hast du ihn und er dröhnt die ganze Zeit nur übelst rum. Alles, was sie musikalisch machen, ist vorher aufgezeichnet, aber sie machen alle Instrumente selbst. Mit der Machine. Und ja, solche Dinge. Okay. Gern auch mit, sie geht dann ins Publikum und schreit da dann rum und auch sehr gern mit sehr viel Spucke in der Leute Gesicht. Wie sich das gehört, sie ist natürlich ein Norm, ist ja klar.
Das wäre sonst auch langweilig. Wäre sonst total langweilig. Und die ist wahrscheinlich auch winzig und dürr und wie sich das dann gehört. Nee, groß und dürr. Okay. Aber dafür sehr dürr. Auch gern sowas wie mit, sie springt dann in den Pit hinein und dann ist natürlich der Gesang kurz von ihr ausgesetzt, aber brauchst du ja auch nicht. Und ansonsten ist es, ich sag mal, es ist Screamo-Death. Wenn es das gibt. Jetzt denke, gibt es gibt's. Es gibt's, genau. Spätestens jetzt gibt es das. Ich habe eine ungefähr, das ist aber, dann ist das eher schnell oder eher langsam? Man kann auch zu langsam kreischen. Sie haben durchaus die Möglichkeit, beides zu tun. Okay. Also, sie sind ja nicht beschränkt durch tatsächliche Fertigkeiten, sondern nur durch ihre Spiritation in. Weißt du? Ja. Du siehst auch, dass es deutlich weniger Leute sind als früher. Und auch manche enttäuscht gehen, weil sie das von früher haben wollten. Es ist halt ja immer so, oh, die machen jetzt was anderes, das ist deswegen total scheiße. Die waren viel cooler, bevor sie nicht berühmt waren wie jetzt, weißt du, ne? Die Metal-Hipster. Die finden das halt nicht geil. Und neue Fans haben sie sich noch nicht erschlossen. Beauty. Ha. Das ist natürlich doof. Und? Was sagst du? Die Stimmung ist gut. Naja. Die ist natürlich schon so eine kleine Bühnensau, ne? Deswegen wollte ich die ja eigentlich auch. Weil die macht doch einfach ein bisschen, wenn die Leute dann nicht irgendwann anfangen, sich rumzuschubsen, dann ändert die das halt, weißt du, da springt die runter und fängt an, das ist gut. Und die ganzen Kerle fahren dann natürlich drauf ab, wenn das Vibesbild da reinhüpft, die finden das ja super, oder weißt du, das ist okay, das finde ich gut. Na dann. Und ich bin... Ich sag mal so, solange die Stimmung stimmt, hat man ja auch, ne? Wann hast du das nächste Konzert? Nächste Woche. Nächste Mittwoch. Woche. Mittwoch. Das Ding ist auch, ich dachte, hier um die Ecke im Metal Bazaar. Okay, vielleicht komm ich mal gucken. Jo. Das Ding ist, ich habe auch lange gedacht, du kannst doch nicht ernsthaft das Ding Band nennen und da sind da kein einziges Instrument. Und dann dachte ich mir, weißt du, die Leute, die haben immer keinen Bock und die ziehen sich nur zu und saufen und dann muss man so lange rumstreiten, was man für Musik machen will und überhaupt, da geht nichts voran und dann verspielen die sich alle und dann macht jeder den anderen runter und irgendwie kannst du es auch gleich lassen, wenn zwei Leute sich einig wären, das geht viel schneller, das klatscht auch mehr und das ist okay. Und es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie einen Synthesizer auf Go gestellt und die Musik hätte sich selbst geschrieben, wie bei diesen ganzen Pop-Sachen von Konzernen da, sondern ne, irgendwie abgestimmt auf das, was die Leute toll finden, irgendwas zusammengemixt, sondern wir haben es schon selbst gemacht. Ja. Ja. Du brauchst dich von mir nicht zu rechtfertigen. Nee, das war mein Gedankengang. Ach so. Na gut, vielleicht komme ich mal gucken. Ja, bist willkommen, ne? Na, das hatte ich gehofft. Dann bin ich ja froh, dass ich deine Hoffnung auch nochmal bestätigen konnte. Das ist das Mindeste. So. Und bei dir so? Viel. Irgendwie. Ziemlich viel. Gott, ich überlege gerade, auf welchem Stand der war. Keine Ahnung. Nee, deswegen überlege ich ja gerade, auf welchem Stand der war. Ich glaube, na doch, wenn er weiß, dass du viel mit den Falcons zu tun hast, weißt du, dass du irgendwas Illegales machst, aber das war es auch. Ja, ja, der weiß nicht genau was. Da weiß ich auch nicht, der Junge. Ja. Und das letzte Mal da warst du ja mit Melli. Ja. Das ist schon lange her. Schon ziemlich lange her. Was wird denn das gewesen sein? Staffel 6 oder sowas? Irgendwie sowas weiß ich nicht mehr. Geil. Naja. Ach, keine Ahnung. Viel Trara eigentlich. Viele Kleinigkeiten und so weiter. Wie das halt immer so ist. Und du bist hier jetzt ihr Freund. Kumpel. Ein Kumpel nennt man das, alles klar. Jo. Was geht bei dir so, Kolja? Nur ein bisschen arbeiten, ein bisschen tun. Was arbeitest Musik du? Hören, neue Leute kennenlernen. Was arbeitest du so?
Ich bin Jäger. Jäger? Ja. Ungewöhnlicher Beruf. Meinst du so Kammerjäger oder so Jägerjäger? Nee, ich fahr schon wirklich raus. Quasi also Großwild und so. Mutierte Rehkitze oder was? Ja, genau. Also wenn die halt, weißt du, die Leute haben ja quasi ihre Gärten und so weiter und dann, wenn dann halt so ein Viech da reinkommt, was halt ne, nicht ansehnlich ist, dann muss das halt weg. Also quasi Freiwildkammerjäger. Sowas in der Art, genau. Also, krass. Und kann man davon leben? Scheiße. Ich hab nur die Hälfte davon gehört. Benimmst du nur deine Ideen? Genau. Seine Frage war, und kann man davon leben? Schlechter als recht, ne? Ich meine, geht so. Es reicht. Muss ja. Muss ja gehen. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es sein. Alles klar. Noch so eine. Fällt mir noch so eine abgedroschene Phrase ein? Nee. Es tut mir leid, bin nicht ganz so gut ins Smalltalk. Das fällt mir nicht so leicht. Das ist aber doch auch nicht schlimm. Kein Thema. Ich komme dich nicht wegen des tollen Smalltalks besuchen. Sondern wegen der Kekse. Genau. Die sind übrigens sehr gut. Kann ich das Rezept haben? Ja, klar kannst du das. So cool. Aber du musst dich mir abbringen in einem Bären-Zweikampf. Okay. Hier, kriegst einen Link. Chefkoch-Äquivalent 2080. Yay! So gut. Ich geh mal das Rezept durch, was da so alles mögliche drin ist. So. Entgegen der Vermutung, es wäre vor allen Dingen die Liebe und die handgerührten Zutaten, die sie so schmackhaft machten, ist es die enorme Menge an Geschmacksverstärker, die da reingekippt wird. Das habe ich mir gedacht. Das ist keine Fertigmischung, aber du nimmst halt dann doch nochmal, weißt du, es muss ja auch noch irgendwas schmecken. Hm. Ach ja, aber trotzdem, die Liebe schmeckt man. Die Liebe schmeckt man total raus, das weiß man. Die ist auch leicht ausgeflockt an manchen Stellen. Das ist schon in Ordnung, sie hilft bei der Bindung. Das ist schon ein halbes Ei. Darauf wollte ich hinaus. Ist ja auch wichtig beim Muskeltraining. Ja. Man muss halt auch auf die Proteine und so weiter achten, das ist halt wichtig. So, was war das Letzte? Sauerkirsche. Nee, Sauerkirsche ist da nicht drin. Nee, das wäre das Letzte. Aber dann wäre es rot, das wäre auch lustig. Na, es packt ja geschmacklich nicht zu den Nüssen. Das ist richtig. Glaube ich. Keine Ahnung, was geschmacklich zusammenpasst. Du kannst Schokolade, Kirsche und dann Schokoraspel nehmen. Nussraspel nehmen, das geht. Das ist richtig. Ich könnte auch einfach Essiggurken in Schokolade eintauchen, um zu probieren, ob es schmeckt. Und ich glaube, es ist echt eklig. Aber ich glaube, das kannst auch nur du, weil der Rest, der weiß ja, dass das nicht schmeckt. Das ist richtig. Man hat ja so eine Grundvorstellung, wie das so wird. Und Schokolade und Essiggurke. Nee. Ja, das ist richtig, aber man soll ja allem mal eine Chance geben. Nee. Aber nicht Schokolade mit Essiggurke. Das würdest du nicht tun. Dem allen mal eine Chance geben. Ne? Das ist doch diese Jodo-Bewegung. Das ist doch nur eine bekackte Ausrede, wenn man was Dummes gemacht hat. Man weiß doch, dass man manchem halt nicht eine Chance gibt. Du gibst dem der Sache ja auch nicht eine Chance, frontal in ein Auto reinzurennen, das irgendwie 100 fährt. Das ist genauso wie mit der Gurke und der Schokolade. Das macht man nicht, weil man weiß, dass dumm ist. Vielleicht hast du recht. Oder man recht hat, hat er recht. Und wenn man das macht, dann sagt man wenigstens, ja klar wusste ich, dass es dumm war, aber ich hab's trotzdem gern gemacht. Dagegen ist ja nichts zu sagen, weißt du? Aber die Begründung, die macht's halt. Ich könnte auch einfach behaupten, ich bin schwanger, dann darf ich alles. Das ist richtig. Ja, sag das aber nicht zu laut, wenn das dein Bruder erfährt. Jo, der Ogi aktualisiert seine Statusnachricht, heute eine alte Freundin getroffen. Komma. Wie heißt das, was sagen die Leute immer, sie glänzt immer? Nein, sie glüht? Nein. Oh Gott, was sagen die Leute immer über Schwangere?
sie leuchten. Sie sind gute Hoffnung. Ja, das sie leuchten von innen heraus. Sie strahlen. Ja. Sie strahlt wie nie zuvor. Weil Schwangere ja offenbar strahlen. Mhm. Sehr gut. Und dann fotografiert er dazu deinen Schuh, der unverkennbar ist. Ori, ich bin nicht schwanger. Ja, aber ich hab ja nun doch schon ein paar Mal mit deinem Bruder zu tun gehabt und ich fand das schon ein bisschen witzig. Das ist tatsächlich ein bisschen witzig. Klug war es nicht, aber geil, weißt du. Was? Ja, wenn er jetzt vorbeikommt und mich befragt, dann merke ich, es war nicht klug, aber macht er nicht. Weiß er ja nicht, wo ich wohne. Außerdem würde er dich ja erstmal fragen. Und das heißt, allerdings... du wirst dich auch morgen noch erinnern, dass du hier warst, das ist doch auch schön. Wo wir uns so lange nicht gesehen Danke! Haben. Ja, ne? Danke! Das ist doch super. Nein! Solange er nicht zu mir kommt, ist es gut. Jetzt tut doch nicht so, als wäre es das erste Mal. Ich weiß noch, wie der damals, da stand da Olga mit vorn. Da hast du doch mit ihr noch einen Termin ausgemacht, das weiß man doch. War das bei dir echt? Ja, ja. Ach, cool. Wieso hast du das überhaupt mitgekriegt? Naja, weil ich halt eine alte Klatschtante bin, Mensch, das weißt du doch. Ah, ja, stimmt. Da war was. Ja. Also, wenn du mal irgendwelche Dinge über dich selbst erfahren willst, solltest du am besten hier zuerst nachfragen. Na, dann musst du dich schon ungefähr in meinen Kreisen bewegen, sonst wird das leider nichts. Das stimmt. Aber dann? Ja, dann sage ich dir das alles über dich. Außer die Sachen, die zu viel sind, die behalte ich natürlich für mich und erzähle weiter. Das ist richtig. Wusstest du, dass er vor mir wusste, dass ich schwanger war? Schön. Er wusste das eher als ich. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das ist die Nase eines guten Koches. Nee, ich glaube, weil irgendwie hat sie an dem einen Abend noch erzählt, dass sie irgendwie jetzt ganz dringend ihr komisches Verhütungsimplantat, da diese Stäbchen im Arm irgendwie neu machen muss, weil sie volle Kanne draufgeflogen ist und das vermutlich kaputt gegangen ist dabei oder so. Und dann war sie an dem Abend noch richtig besoffen und halt irgendwie mit zwei Typen weg. Ich glaube, deswegen hat man das dann gesagt. Ah, okay. Ja. Siehst du, von dem Abend, wo ich mit irgendwem weg bin, da wusste ich zum Beispiel nichts mehr von. Ich wusste, dass wir noch gefeiert haben, aber... Das war der Abend, wo ich als du kamst, gesagt habe, oh, jetzt nichts mehr trinken, das wird mir zu viel. Und du sagtest, da trinke ich für dich mit. Und dann hast du das auch versucht. Ich auch war geklappt. Echt ambitioniert. Ja. Du warst noch jung. Da kann man das noch machen. Das ist richtig. Da war ich echt ambitioniert. Tja. Ich wollte nur mal wiederholen. Also nicht das mit dem Schwangerwerden, sondern das mit dem Trinken. Schon wieder? Wir trinken zu wenig. Du willst aufhören, weniger zu trinken, meinst du? Genau. Oh Gott, Leute. Ich habe so viele Menschen angebürgelt, das ist super. Weißt du, jetzt wo du das sagst, diesen unvergleichlichen Scheiß-Festivalsatz, fällt mir sofort wieder das eine Lied ein, von dem ich die ganze Zeit ein Ohrwurm hatte, weil es neben uns die ganze Zeit kam. Und jetzt bist du dran, Daddy. Sie hatte ganz, ganz dicke Titten, die schön wippen. Ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Die ganze Zeit. Und jetzt habe ich davon wieder ein Ohrwurm. Geil. Ich, ne? Finde das super, dass ich dir so helfen konnte. Ich finde das auch schön, dass du mir meine Urlaubserinnerung wiederbringst, aber gerade die. Sehr gut. Gut. Karma-Abzug. Alles klar, was war das letzte? Das hat sich gelohnt. Sauerkirschen. Und immerhin hast du hinterher noch wippende Titten gekriegt bei den apokalyptischen Reitern. Da hat das recht. Moment. Doch, ja. Ja, das war bei den apokalyptischen Reitern. Tja, Deli, du hast das verpasst. Aber ich hab ihn davon berichtet. Ich hab ihn wirklich in der Tat verpasst. Ja, barbusige Schlampe. Dann hättest du mit mir besprechen können, ob die Reaktion der ganzen Kerle angemessen war ihr gegenüber, denn die fanden das alle gar nicht so gut. Nee, die waren nicht so angetan von der... Und ich glaube, sie fanden das nur nicht so gut, weil ihre zum Teil sehr, sehr aufgebitschten Girls
ihnen vermutlich direkt mimisch klar gemacht haben, dass sie das nicht gut finden. Das waren aber auch die ohne Girls, witzigerweise. Deswegen war ich so irritiert davon. Weiß auch nicht. Ich meine, die war nicht hässlich, die war völlig normal. Ja, das ist doch eh so. Hätte ich sie direkt angespritzt mit meinem Wasserpistolen. Deswegen habe ich dich auch noch gesucht, weil ich dachte, ja, die ist es doch. Wie auch immer. Ist ja eh so, dass die richtig man als Mann schön und die wollte das. Die wollte ein bisschen angeglotzt werden. Ja, ja. Das machen Frauen nicht ohne Grund. Aber allein diese Unterstellung ist halt schon ein bisschen schade, ne? Wenn ich meinen Schmerbauch in die Sonne halte, dann denkt man nicht, der macht das nicht ohne Grund, da denkt man, dem ist warm. Nein, nein, du willst angeglotzt werden. Ja, okay, meine Person, das war jetzt tatsächlich das falsche Beispiel. Deine pinke Leggings. Hey, die sind ja wohl nicht am Bauch. Nein. Sexy. Sie sprechen nur für sich, dass du angeglotzt werden möchtest. Und sie halten. Du wolltest ein bisschen Aufmerksamkeit, wir haben das verstanden. Und weißt du was? Ich hab sie auch von dir bekommen. Ich weiß. Das schneiden wir alles raus. Das war das Thema. Ach ja, Jojos Schwangerschaft. Sauer, genau, Schwangerschaft. Quasi dasselbe. Genau, und Karmans Einwurf, das sollten wir mal wieder machen. Genau. Ja. Ganz, ganz dicke Dinge töten. So, klar. So. Ja, können wir mal wieder machen. Ich meine, ein kleines Bierchen könnte ich noch mittrinken. Na dann. Ja. Soll ich Bier besorgen? Jetzt? Spricht was dagegen? Ja, nicht direkt. Und indirekt? Tja, eigentlich auch nicht, aber ich hatte es nicht vor, heute komplett. Ach so. Ich sag mal, den Laden dicht zu machen, ne? Du meinst, wir müssen eine Gelegenheit finden, wo wir mal wieder den Laden dicht machen können? In einer Woche beim Konzert, nach dem Konzert. Ja. Guter Plan. Ja, also, was ich einfach gelernt habe, ich kann den Laden nicht mehr komplett dicht machen, weil wenn ich anfange zu torkeln, das ist ja quasi... Dafür haben wir ja Kaban, der hilft dir dann, der ist auch groß. Nicht so groß wie du, aber groß. Nee, wenn ich einmal Geschwindigkeit aufgebaut habe, in wechselnde Richtung, das ist nicht gut. Das ist quasi vorsätzliche Körperverletzung, weißt du? Ja. Deswegen man nicht der vollkommene Abriss, aber so ein bisschen. Oder so weit, dass du einfach gar nicht mehr aufstehst. Ja, aber dann... Dann aber... Nee. Nee, ist auch nicht gut. Auch nicht gut, sagst du. Na gut. Aber ein Bier kann ich doch trotzdem noch kurz besorgen, oder? Ja, na klar, du kannst auch noch 2-3 Bier. Ich sage ja nur, heute nicht der komplette Abriss. Nee, den kompletten Abriss will ich heute auch nicht. Ja, darum geht's mir doch nur. Gut, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ihr könnt euch auch so beschäftigen, oder? Ja, könnt ihr. Ja, klar. Bestimmt, kriegen wir hin. Gut. Holt die Kaffeetassen raus, ihr dürft jetzt Kaffeekränzchen machen. Der Mann ist weg. Jojo geht. Ja. Moment, hat sie dich Kaban genannt? Ja, hat sie. Ah, ich hab's durchgehalten. Die kann ja auch nicht. Hä? Wann hat sie ihn jetzt Kaban genannt? Gerade eben, im letzten Satz quasi, wo du den letzten Namen mal gesagt hast. Nein, sie sagte, der Mann ist weg. Nein, davor. Also quasi... Ihr könnt euch doch auch alleine beschäftigen. Ja, könnt ihr. In dem letzten Satz, in dem du meinen Namen hättest nutzen hättest können. Ach so, stimmt. Ups, Entschuldigung. Keine Angst, der gute Mann hat das überhört oder er tut so. Wahrscheinlich tut er so. Spitznamen sind Spitznamen. Jojo ist ja auch Jojo. Ja. Das stimmt. Der weiß von nix, also nämlich keinen Straßennamen. Ja. Ist auch klug, aber Jojo kann halt nix. Ja, warum merkt das? Das hat sie damals schon, als wir uns kennengelernt haben, versaut und mehrfach. Ja, stimmt. Es war sehr schön, was ich da alles mitschreiben konnte. Das stimmt. Ist auch jedes Mal so.
Wenn du einmal so anfängst, keine Chance. Du kannst dir nicht plötzlich irgendeinen anderen Namen geben, das funktioniert nicht. Nicht mit ihr, nee. Ja. Nee. So, habe ich das deutlich gesagt, dass ich jetzt anders heiße. Also, ne, ihr quasi. Das hat er gemacht. Deswegen habe ich es mir auch extra in den Chat geschrieben. Ja. Ja. Den habe ich nicht offen. Sollte ich vielleicht mal tun, dann hätte ich dran gedacht. Bestimmt. Ja, ich werde mich natürlich sehr nett mit meinem Gastgeber unterhalten. Es ist ja so, dass die Kamera Runner liebt, ne? Vor Wortspiel. Nee, vor allem die Runner, weil Zenit und so, du weißt ja, mit Heimwerkerkönig wäre schon einiges los. Und sie können es halt einfach nicht lassen, wollen jetzt offenbar vielleicht unter Umständen noch beim Pitchen Schemel mitwirken. Und ja, in dieser Hipster-Bude. Naja, wie sie das anstellen, dann halt in den nächsten Folgen. Wie man so weiß, zieht sich das ja immer so ein bisschen und dann geht's volle Kanne los und dann wird gerumpelt. Und diesmal ja mit einem Einbruch mal wieder. Weil ja, das finde ich ja sinnvoll, dass Jojo das tatsächlich erkannt hat, dass man das nicht mehr so gleichzeitig zwingend machen kann, weil einfach das Face fehlt. Jedenfalls das gute Face. Nicht? So, Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style für alle relevanten rechtlichen Sachen. Videobeschreibung. Genau. Bis zum nächsten Mal und grüßt die Nachbarn.